31. Spieltag in der Toyota Handball Bundesliga. Es war ein heißer Tanz hier beim Spiel TSV Hannover-Burgdorf gegen den SC Magdeburg. Fünfmal getroffen hat der Linksaußen, der Burgdorfer Lars Lehnhoff. Und damit dürfte der Klassenerhalt jetzt durch sein. Das ist ganz klar. Glückwunsch dazu. Und auch zu diesen Punkten, denn der SCM, das ist ein starker Gegner gewesen heute. Ja, auf jeden Fall. Erstmal sind wir natürlich froh, wie gesagt, dass der Klassenerhalt durch ist. Aber trotzdem ist es sehr ärgerlich und wir sind alle sehr enttäuscht, dass wir trotzdem gegen Magdeburg verloren haben heute. Da waren wir drin, wir haben 19-14 geführt, glaube ich, dann stand es auf einmal 20-20 und das darf uns nicht passieren, dass wir da so einfache technische Fehler machen, den Ball zum Gegner geben und die Konter laufen können. Erste Hälfte hat aber Nenad Poljesevic ihre Mannschaft wirklich auf Kurs gehalten, weil da waren unzählige klare Chancen des SC Magdeburg. Der hatte auch die Chance, da wirklich wegzuziehen. Auf jeden Fall, Nenad hat heute insgesamt sogar ein super Spiel gemacht. Auch den letzten hat er gut gehalten. Es war wichtig, dass wir so einen Rückhalt haben. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wird immer wieder über den Vertrag gesprochen. Man ist in guten Verhandlungen. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, wir sind in guten Verhandlungen und ich denke, vielleicht passiert in den nächsten Wochen was. Wie sieht's aus? Es ist natürlich noch ein Highlight gegen Kiel hier, das Heimspiel. Was hat die Truppe davor? Ja, gegen Kiel wollen wir wieder alles geben und zeigen, dass wir hier zu Hause auch gegen Kiel gut mithalten können. Und dann wollen wir, solange wie es möglich ist, das Spiel offen halten.